Und hier ist sie wieder, die 5 Euro Überraschungsshow. Verschiedene Produkte, ein Preis. Das ist die 5 Euro Überraschungsshow bei Power TV. Ja, und schön, dass Sie wieder dabei sind bei der wahrscheinlich größten Schnäppchenjagd im deutschen Teleshopping. Unserer 5-Euro-Überraschungsshow mit Produkten, die alle für Sie, für diese Sendung auf 5 Euro herunterreduziert wurden, egal was Sie noch vor wenigen Minuten gekostet haben. Wir, also Ingo und ich, wir haben keine Ahnung, was auf uns zukommt. Wir lassen uns gemeinsam mit Ihnen überraschen. Aber wichtig ist, wenn Ihnen was gefällt, schnell sein, weil wir haben immer nur ein begrenztes Kontingent. Wenn das weg ist, gilt sofort wieder der normale Preis. Also jetzt aufgepasst, wir holen, möchtest du? Ja. Monika und Diana und lüften das erste Geheimnis und eine goldene Regel, die erwähnen wir noch. Wenn Ihnen ein Produkt gefällt und wir nichts anderes sagen, dürfen Sie jedes einzelne Produkt bis zu 5-mal bestellen. So. Guten Abend. Hallo. Und wir beginnen mit, etwas, was jeder gebrauchen kann. 10 Batterien. Nee. Nochmal 10 Batterien. Wow. Nein, noch mehr. Knopfzellen. Und 20 Batterien und Knopfzellen. 32 Batterien. Ha. Boah. Wow. Genau, wir haben ein 32-teiliges Batterieset. Und natürlich Doppel-A und Triple-A, das sind meiner Meinung nach die häufigst gebrauchten Batterien in Haushalten für Spielzeuge, für Wagen, für LED-Kerzen, für alles Mögliche. Aber wichtig in diesem Set sind diese Knopfzellen. Ich glaube, keiner von Ihnen hat Knopfzellen zu Hause. Und das sollte man machen, weil hat euch schon mal irgendwo eine Knopfzelle gefehlt? Meine eine Fernbedienung hat tatsächlich eine Knopfzelle. Oder Autoschlüssel. Mein Autoschlüssel hat zwei Knopfzellen übrigens drin. Genau das Set, was da ist, da braucht man zwei davon. Und wenn der mal nicht mehr funktioniert. Aber es gibt auch viele Uhren, auch Spielzeuge, die wirklich Knopfzellen haben. Und Knopfzellen hat man normalerweise nicht in Reserve. Hier haben Sie die 12 gängigsten, also die gängigsten Modelle. Und ich finde es schön, wenn man eben ein bisschen vorausschauend einkauft. Habt ihr das auch gelesen, dass Batterien gerade in Preis auch explodieren, warum auch immer. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Einzelstoffe im Einkauf teurer geworden sind. Und wir sind trotzdem noch bei 5 Euro. Das finde ich der Wahnsinn. Du, ich hatte vorhin eine Sendung mit Taschenlampen, da haben wir auch Batterien verkauft. Fand ich schon sehr günstig, 20 Stück für 7 Euro irgendwas, aber die haben bis vor ein paar Monaten noch 6 Euro irgendwas gekostet. Ja, und es ist überall so, wenn Sie auch mal einkaufen waren im Einzelhandel, Sie haben es mit Sicherheit bemerkt, diese enormen Preissteigerungen. Bei uns nicht, es bleibt bei 5 Euro und jetzt eben hier ein wirklich durchdachtes Set. Ich glaube, jeder hat so eine Schublade, wo Batterien drin sind. Aber jetzt mal einfach eine Frage. Monika, hast du Knopfzellen zu Hause? Nee, nicht eine einzige. Diana? Nein. Ingo? Nein. Doch. Ich habe sogar welche. Aber nur die eine Sorte, weil wir die für so einen leuchtenden Tannenbaum haben. Aber ich muss neue kaufen, weil ich weiß genau, die also sind alle, wenn ich hatte lange die dann keine, brauche. Bis mir das passiert ist mit meiner Autofernbedienung. Und seitdem habe ich auch Knopfzellen zu Hause. Und da ich viele Uhren habe, ist das auch gut. Die brauchen auch immer mal wieder eine. Holen Sie sich das Set. 32-teilig für 5 Euro. Das ist ein extrem günstiger Preis. Die Bestellnummer ist die PX1677 und die 569. Und hier schreibt uns der Jörg aus Ludwigsburg. Sehr günstige Batterien, die sehr langlebig sind. Preis ist sehr günstig. Und die Annette aus Meißen. Bin sehr zufrieden, hat mir das Weihnachtsfest gerettet. Kinderaugen strahlten. Danke, ohne Bedenken weiter zu empfehlen. Immer wieder gern. Weihnachtsfest gerettet. Wahrscheinlich irgendein Spielzeug, wo die Knopfzellen nicht mitgeliefert wurden. Es gibt ja nichts Schlimmeres, als irgendein Spielzeug oder irgendwas zu verschenken und dann fehlt die Batterie und man hat sie nicht zu Hause, dann muss man in die Tankstelle fahren und Sie wissen selber, da zahlt man richtig viel Geld. Da kosten so 4 Batterien dann 10, 12 Euro mal schnell. Hier haben wir ein 32er Set. Das sind alkaline Batterien, das heißt, die halten auch noch sehr, sehr lange. Das würde ich unbedingt kaufen. Vielleicht haben Sie auch Batterien und wissen gar nicht mehr, wie alt die sind. Einfach weg und holen sich mal so ein ganzes Set Neues. Ist kein Preisalarm, das heißt, darf man auch tatsächlich bis zu 5-mal bestellen. Mehrfach bestellen, genau. Das ist ja irre. Der Preis. 5 Euro nur. Dankeschön, Diana. Bitte. Und weiter geht's mit dem nächsten Schnäppchen. Nochmal, Sie sind mitten in der 5-Euro-Show. Oh. Alles kostet nur 5 Euro. Jetzt sind wir bei Werkzeug. Oh, das ist toll, das Werkzeug. Hatte ich vorher noch nie gesehen, ist aber unglaublich praktisch. Ein Schraubenausdreher-Set ist das. Sie kennen das, wenn Sie irgendeine Schraube reingedreht haben, eventuell noch mit dem Akkuschrauber, und versuchen, die wieder rauszudrehen, dann ist das manchmal, der ganze Kopf ist kaputt. Ne? Stimmt. Und dann kann man nur noch abflexen oder absägen, das irgendwie wieder glatt machen. Hier kriegt man solche Schrauben wieder raus. Ja, und zwar mit diesem 4er-Ausdreher-Set. Ich möchte euch ein Beispiel nennen. Ein guter Freund von mir hat ein Flugzeug und eine Abdeckung, die sind auch verschraubt. Und eine Schraube war eben auch
wie du gesagt hast, leer gedreht. Du konntest dich nicht mehr bewegen. Ja? Und er hat wirklich überlegt, wie er das machen soll. Da habe ich ihm dieses Ausdreher-Set empfohlen. Und da sehen Sie jetzt mal, wie einfach das geht. Das ist zweiseitig in vier verschiedenen Größen, also wirklich für jede Schraubengröße geeignet. Und jetzt schleift man das erst an, dann dreht man den Kopf wieder um und dann schneidet man im Prinzip entgegen der Drehrichtung einen neuen Kopf rein, im Prinzip. Ja? Und damit wird sie wieder griffig. Dann kann man die kaputte Schraube rausmachen und dann durch eine ganze ersetzen. Und das kann in Möbeln sein, in Holz sein, auf Metall kann das natürlich genauso sein. Ja? Mhm. Und es ist immer ärgerlich, wenn sich so ein Kopf rund gedreht hat. Mhm. Und deshalb ist so ein Ausdreher-Set, ich glaube, auch etwas, was wirklich in jeden gut sortierten Werkzeugkoffer gehört. Ja, und das passiert uns allen. Das braucht man ständig hier. Der Maja aus Freiburg schreibt übrigens, ein unverzichtbares Tool, wenn man in einem Haus wohnt, in dem seit zwei Jahrhunderten Schrauben verbaut wurden. Eine tolle Idee und sehr einfach anzuwenden. Auch mal, wenn so ein Kopf einfach abbricht oder verrostet ist und das Gewinde gar nicht mehr richtig da ist. Hiermit kriegt man das wieder raus. Und das kostet nur 5 €. Richtig hochwertiges Werkzeug hier von AGT natürlich. Das ist aus HSS-Stahl. Das heißt, jede einzelne Schraube können Sie damit ganz problemlos wieder mit rausholen. Das ist ein super harter Stahl. Und hier ein vierteiliges Set für nur 5 € ist ein irrer Deal. Gehört in jeden Werkzeugkasten, meine ich. Ja, richtig. Jetzt werden Sie überlegen, warum brauche ich 4 Teile? Ich habe doch nur eine Schraube, weil eben auch die Schraubenköpfe verschieden dick sind. Ich glaube, hier haben wir 4er, 5er, 6er und 8er, würde ich jetzt mal behaupten, so einfach mal eingeschätzt. Wahrscheinlich geht das Große auch bis 10 mm. 12 sogar. Sogar 12, also die richtig dicken Schrauben und hier für die kleinen. Und dass Sie das ansetzen. Natürlich, was Sie brauchen, ist eine Bohrmaschine oder ein Akkuschrauber. Das ist zwingend notwendig, damit Sie das Ausdreher-Set benutzen können. Aber das haben die meisten handwerklich ambitionierten Menschen. Und dann ist es wirklich das perfekte Zubehör. Hast du einen Werkzeugkoffer, Moni? Ja, habe ich auf jeden Fall. Aber ich müsste mir das hier dazu bestellen, weil Ralf hat vollkommen recht. Man braucht das, glaube ich, öfter, als man denkt. Und für 5 € ist super. Weißt du, viele hauen dann einfach so lange auf die kaputte Schraube, bis man sie nicht mehr sieht. Das ist aber nicht so im Sinne des Erfinders. Also eine Schraube kann jedem, auch einem Profi-Handwerker, mal kaputt gehen, also sich rund drehen. Ja? Aber hiermit kann man es dann eben wieder professionell entfernen und dann eine ganze Schraube wieder reinmachen. Ist mit Sicherheit wichtiger, egal an was für einem Werkstück das passiert ist. Die Bestellnummer ist die NX5848 und die 569. Und nochmal, es kostet nur 5 €. Sie können das gerne mehrfach bestellen. Sie sitzen in der 5-Euro-Show. Für 2 Stunden gelten diese Preise. Da müssen Sie also schnell sein. Wenn das Kontingent vorher schon vergriffen ist, dann geht es natürlich auch wieder zum alten Preis. Also das ist was wirklich jeder in seinem Werkzeugkoffer haben sollte. Und kann ich mir vorstellen, dass es auch sehr gut verkauft. Ja, und ich habe es selber schon ausprobiert und kann Ihnen wirklich nur sagen, es geht butterleicht. Ein bisschen Druck drauf, also ganz ohne körperliche Anstrengung geht es nicht, aber nur ein klein wenig Druck und dann geht es von fast ganz danke, allein. Moni. Dankeschön, Diana. Bitteschön, Ralf. Oh, das ist ja toll. Ich liebe dieses Produkt. Oh, jetzt wird scharf. Ich habe das auch tatsächlich schon mal gekauft. Das. Ja, ich habe es in den letzten Monat gekauft. Ne? Das ist ein Messerschärfer. Ein Messerschärfer ist halt unglaublich wichtig, weil jeder bei uns Küchenmesser benutzt und die werden mit der Zeit stumpf. Hiermit kann man die wieder anschleifen, scharf machen. Wir haben 3 verschiedene Schärfwerke hier drin. Keramik für Keramikfeinschliff. Wir haben Wetzstahl zum Schärfen und Diamant zum Grobschliff. Und damit kann man so ein stumpfes Messer, was also wirklich nicht mehr doll schneidet, wieder richtig scharf machen. Einfach hier durchziehen. Man hat hier auch einen richtig stabilen Griff. Das setzt man so auf den Küchentisch. Und dann werden diese Messer wieder richtig, richtig scharf. Und wir haben die 3 Stufen, also einmal grob Diamant, dann kommt Wolframstahl, um das noch mal ein bisschen feiner zu machen. Und dann kommt die Keramik, um das wirklich ganz fein zu machen. Aber was für mich ausschlaggebend war, warum ich mir diesen Messerschärfer gekauft habe, ist, man kann nicht nur Stahlklingen damit schleifen, sondern auch Keramikklingen. Ja. Und die Hälfte meiner Küchenmesser ist mittlerweile aus Keramik. Und Keramik ist sehr lange scharf, aber irgendwann werden die auch mal stumpf. Und die kannst du mit herkömmlichen Schleifmitteln nicht schleifen. Hiermit können wir sie. Wir müssen die Reihenfolge natürlich einhalten. Also praktisch von links nach rechts Diamant erst, dann Wolframstahl und dann Keramik für das finale Polieren. Und dann ist Ihr Messer wieder wie neu, so scharf, wie es war, als Sie es gekauft haben. Und dabei ist egal, ob es eine Stahl- oder eine Keramikklinge ist. Ja, vor allem so ein Messerschärfer
gibt es ja gar nicht mehr. So wie früher, da gab es die auf Wochenmärkten und so. Heutzutage gibt es ja gar keine Messerschärfer mehr. Das heißt, man muss dann diesen Stab nehmen, mit dem man das dann irgendwie mehr schlecht als recht hinkriegt. Mhm. Schauen Sie mal, hier sind alles im richtigen Winkel gleich angeordnet. Mhm. Und man kann wirklich überhaupt nichts falsch machen. Die Messer werden wieder rasiermesserscharf, möchte ich mal fast sagen. Und bei vielen Haushaltsartikeln ist es so, dass sie für Rechtshänder ausgelegt sind. Hier ist es ganz egal. Es ist für links als auch für Rechtshänder. Ist auch beidseitig beschriftet. Man sieht also immer genau, was man tut. Auch das finde ich sehr, sehr gut durchdacht, weil ich glaube, 8% der Bevölkerung sind Linkshänder. Mhm. Ja, und da, wenn du irgendwas hast, was nur für Rechtshänder geeignet ist, ist dann wirklich suboptimal. Hier für links als auch für Rechtshänder. Die Bestellnummer ist die NC2318. Und die 569. Und wenn auch Sie Keramikmesser zu Hause haben, die werden irgendwann mal ein bisschen stumpfer. Mhm. Hiermit können Sie sie nachschleifen, weil Keramikmesser sind super, aber sie kosten halt auch ein gewisses Geld. Ja? Also deshalb hier ganz wichtig, nicht nur Stahlmesser oder Klingen, sondern auch Keramikklingen. Also braucht man in der Küche einfach, weil jeder scharfe Messer braucht, weil es macht keinen Spaß, mit stumpfen Messern zu arbeiten. Hier kann man sich die selber ganz einfach wieder anschleifen und wieder loslegen. Oh, ich habe einen Preisalarm gedrückt. Das bedeutet, hier hat sich ein Produkt reingeschlichen, was normalerweise viel mehr Geld kostet. Heute nur 5 Euro, aber wir haben nur ein kleines Kontingent. Deswegen dürfen Sie es nur einmal pro Besteller bestellen. Aber es ist immer was ganz Besonderes. Ich kenne das auch. Es ist genial. Es ist wirklich genial. Man glaubt es nicht, wenn man sieht, ich kenne das Produkt. Deshalb brauche ich es eigentlich nicht aufmachen, aber ich zeige es Ihnen gleich. Hm. Das ist ein elektrisches Feuerzeug. Mhm. Aber nicht mit Flamme oder mit Lichtbögen, sondern mit einer Glühspirale. Und schauen Sie mal, wenn ich das hier aufdrehe, sobald ich es aufmache, fängt die Glühspirale, ich hoffe, Sie sehen das, hier in der Mitte an, zu glühen. Und jetzt kannst du eine Zigarette anzünden und jetzt machst du es wieder zu und dann ist das Feuerzeug wieder aus. Ja? Das ist wie früher ein Zigarettenanzünder. Der hatte ja auch innen drin eine Glühspirale. Ne? Und jeder weiß, wie einfach das geht. Das geht bei Wind, bei Sturm. Es sieht gut aus. Und jetzt schauen wir mal auf die andere Seite. Schauen Sie mal, hier ist ein USB-Stecker. Und damit lädt man das dann wieder auf, wenn es mal leer ist. Also ich muss ehrlich sagen, mein Lieblingsfeuerzeug. Und das jetzt für 5 Euro ist ja der absolute Wahnsinn. Es ist ein Zweier-Set sogar. Zwei für fünf Euro. Ja, ich konnte es auch kaum glauben. Ist richtig, ne, Regie? Ein Zweier-Set elektronisches Akku-USB-Feuerzeug. Also aus Akku ist hat einen Akku. Das heißt, Sie brauchen kein Gas, kein Benzin, kein gar nichts. Bei Wind und Wetter können Sie damit Zigaretten anzünden. Da ist die kleine Glühspirale. Mhm. Und das ist natürlich völlig egal, ob es da regnet oder weht oder schneit oder hagelt. Sie kriegen die Zigarette an. Das meint auch die Ronja aus Kenn. Nettes Geschenk für Segler, Zigaretten anmachen im Wind ist halt schwierig. Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr schwierig ist. Und es sieht dazu noch sehr elegant aus. Werfen Sie Ihre Einweg-Wegwerffeuerzeuge weg und holen Sie hier ein Zweier-Set. Das ist, finde ich, auch nochmal toll. Wenn eins leer ist, hat man immer noch das andere in der Tasche. Sehr klein, sehr, sehr elegant. Sieht natürlich auch viel besser aus als diese Plastik-Einweg-Feuerzeuge. Und super einfach zu bedienen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Man sieht Produkte und denkt, oh, das könnte ich verschenken und freut sich wirklich, wenn man jemand damit eine Freude macht. Aber denkt, man würde es auch gerne behalten und nicht nur verschenken. Das ist ja jetzt wirklich perfekt hier. Ja. Man bekommt für 5 Euro zwei, kann ein Feuerzeug an einen lieben Menschen, der vielleicht noch raucht, verschenken und eins kann man selber behalten. Und glauben Sie mir, ich kenne viele Feuerzeuge und auch die elektronischen. Ja. Das hier finde ich wirklich mit Abstand am besten, weil es absolut sicher ist. Übrigens, wenn Sie es aus Versehen mal auflassen, weil es in der Hosentasche aufgeht, kein Problem. Nach 10 Sekunden, und das sehen Sie jetzt, hört das Glühen auf. Das ist eine Sicherheitsabschaltung. Also auch da an Sicherheit gedacht. Und sobald Sie es aufmachen, entwickelt dieser Glühdraht hier, die Spirale, die Hitze, die ausreicht, wie früher beim Zigarettenanzünder, um eine Zigarette eben in Wind und Wetter, sogar im Schneesturm anzuzünden. Das hält übrigens, nach 12 Sekunden geht es automatisch auf und hält für 80 Zündungen. Das ist also schon mal ordentlich, das reicht dann die ganze Woche für einen Raucher. Aber wie gesagt, es ist ja auch ruckzuck wieder aufgeladen an jedem USB-Ladegerät, an Ihrem Computer. Wir schauen mal auf pearl.de, was Sie da heute sparen. Da kostet es 9 Euro. Heute im Preisalarm nur 5 Euro mit der Bestellnummer NC7807 und der 569 fürs Zweier-Set. Also nicht nur eins, Sie bekommen zwei dieser tollen Feuerzeuge für nur 5 Euro. NC7807
und die 569. Wenn Sie etwas sehen, was Ihnen gefällt, rufen Sie unsere gebührenfreie Nummer an. So oft Sie wollen, wir sammeln all Ihre Bestellungen und Sie zahlen nur einmal Versandkosten. Ja, denken Sie aber bitte dran, die zwei Feuerzeuge waren unser Preisalarm. Ja. Das ruhig schon Wasser. Maximal ein Set, also ein Zweier-Set pro Besteller. Aber ist ja gut, wenn es ein Zweier-Set ist. Eins behalten, eins verschenken oder danke, beide Moni. Selbst behalten. Dankeschön, Diana. Oh. Was haben wir jetzt? Steckdose. Oh, was für eine? Und USB-C-Anschluss. Ja. Wow. Das ist ein USB-Ladegerät, was aber die Steckdose nicht blockiert. Mhm. Und das ist nicht nur für ein USB-Gerät, sondern für bis zu drei USB-Geräte gleichzeitig. Zweimal USB-A und einmal USB-C. Es gibt so viele Situationen, wo man dann die Steckdose trotzdem brauchen würde, obwohl man sein Handy lädt. Wo man die Steckdose trotzdem brauchen würde und sie gerne zu zweit nochmal seine Handys laden würde. Das ist genau das Richtige dafür. Auch natürlich, wenn man unterwegs ist, in Hotelzimmern zum Beispiel. Wenn man da sein Ladegerät am Bett reinstecken will, ist meistens nur eine Steckdose und da steckt das Licht drin. Hiermit kann man trotzdem das Licht behalten und sein Handy gleichzeitig aufladen. Und ein einzelnes USB-Ladegerät, Ralf, bei uns kostet normalerweise 5,64 Euro, glaube ich. Sowas um den Dreh. Und das ist ein USB-A-Netzteil. Ja? Hier haben wir im Prinzip ein Dreifach-Netzteil und die Steckdose ist frei. Und hier schreibt uns jetzt Sonja aus Gebsattel: Ich habe das Produkt in der 5-Euro-Show gesehen und musste es ausprobieren, da bei uns immer mindestens zwei Steckdosen mit Ladegeräten belegt waren. Mit diesem Produkt hört das nun auf. Habe nochmal welche für die ganze Familie nachbestellt, da die alle so toll fanden, was ich nachvollziehen kann. Ich kenne auch Firmen, die reine Netzteile nur mit USB-C für 30 oder 40 Euro verkaufen. Das ist hier einfach mit dabei. Zweimal USB-A, USB-C und die Steckdose ist auch nicht blockiert. Die kann ich auch so benutzen wie vorher. Also im Prinzip kannst du da auch noch ein Netzteil reinmachen. Dann hast du sogar vier USB-Geräte, die du gleichzeitig laden kannst. Ja? Ja, oder zwei von denen in Reihe schalten. Dann hast du sechs und immer noch die Steckdose frei. Mhm. Es gibt ja auch immer mehr Geräte, die USB als Stromquelle nehmen. Hier so ein Ventilator zum Beispiel. Ich denke auch an LED-Streifen. Wir haben so tolle LED-Streifen und Lampen, die auch über USB laufen. Da kann man die hier ganz einfach in diese Steckdose stecken und hat die Steckdose nicht blockiert. Für 5 Euro ist kein Preisalarm, können Sie auch bis zu 5-mal bestellen. Zum Beispiel für die ganze Familie. Oder einen für die Küche, einen für Büro und einen für unterwegs. Auch in Zügen, ne? Da hast du immer so eine Dreierreihe, da ist eine Steckdose und dann streitet man sich immer drum, wer darf jetzt sein Handy laden. Hiermit kein Problem, Sie schalten sich einfach dazwischen und können jedem dann auch noch guter Samariter sein, weil die dann auch ihre Geräte aufladen können. Also das für Bahnreisende, für Zugfahrer finde ich auch ganz okay, aber ja, wenn zu du Hause unterwegs bist, dann weißt du das zu schätzen, wenn es viele Steckdosen gibt und eben jeder sein Gerät wieder laden kann. Also Sie sehen, wir sind wieder vielschichtig unterwegs in der 5-Euro-Überraschungsshow und es ist noch lange nicht zu Ende. Wir warten auf das nächste Produkt. Und übrigens, für alle neuen Zuschauer, die 5-Euro-Überraschungsshow gibt es jeden Tag um 17 Uhr und um 19 Uhr, also auch heute, die 10-Euro-Überraschungsshow. Jetzt machen wir weiter mit, oh, das ist was ganz Geniales. Habe ich mal ausprobiert, weil ich es nicht glauben konnte. Wow, das ist aber auch wieder ein Zweier-Set. Aber nicht 5 Euro, echt? Oder? Mhm. Zwei Stück. Wahnsinn. Zwei Flaschen davon. Ja. Wow. Also es ist ein Regenabweiser-Set. Ich glaube, jeder hat schon mal gehört von dem sogenannten Lotus-Effekt. Sowas wird hiermit auf der Windschutzscheibe erzeugt. Und zwar macht man das auf die Windschutzscheibe reinigen, also steht die Bedienungsanleitung dabei, und dann sprüht man das dünn auf, so nebelzart, sagt man, ja, und poliert es ein. Und Sie werden feststellen, wenn Sie das nächste Mal im Regen unterwegs sind, also so bei 30, 40 Stundenkilometer, perlt das einfach ab. Du musst nicht mal, also fast nicht den Scheibenwischer anmachen. Mhm. Und geht dann natürlich auch für Fenster, gerade Dachfenster, ja, die einfach, wenn man sie einmal sauber macht, damit nachbehandeln, dann perlt auch das Wasser, das Regenwasser von den ganz normalen Fenstern besser ab. Wir sehen ganz deutlich einen Unterschied. Mhm. Und bei den Windschutzscheiben, da merkt man es, also wenn es regnet, du brauchst im Prinzip keinen Scheibenwischer mehr. Oder auch hier bei der Dusche. An die Duschverglasung gesprüht haben Kalkflecken kaum noch eine Chance. Da habe ich mich letztens mit Diana drüber unterhalten, weil wir diese Kalkflecken so ärgerlich finden. Aber hiermit ist es ja richtig praktisch. Man kriegt ja zwei Flaschen, vielleicht eine fürs Auto und eine für zu Hause. Ich hasse das in der Dusche. Nach dem Duschen dann immer noch mit dem Abzieher lang gehen zu müssen. Ja, und das hilft, ehrlich zu sein, nicht immer, oder?
es hilft nicht immer. Also ich auf jeden Fall für 5 Euro, ich probiere das aus. Das ist wirklich genial. Und jetzt, wir warten auf Regen und so, das ist gut auf also für Auto. Ich habe es ausprobiert an der Autoscheibe. Das hat auch 3 Monate gehalten. Ja, also eine Behandlung. Ach, und es war wirklich phänomenal. Das Wasser ist bei 30, 40 Stundenkilometer gerade so weggeflogen, als würde es gar nicht regnen. Also sehr, sehr interessant. Probieren Sie es mal. Sie werden ebenfalls begeistert sein davon. Ob in Dusche, bei den normalen Fenstern oder dann bei der Windschutzscheibe. Ja, und die Bestellnummer ist hier die NX 6126 und die 569 für unser Zweier-Set Regenabwasserspray für Kfz-Scheiben. Weißt du, wofür es auch gut ist? Für Motorradhelme. Da hast du nämlich keinen Scheibenwischer. Ja, das Visier vom Motorradhelm. Da hast du keinen Scheibenwischer. Und ich weiß noch von früher, als ich auch Zweirad gefahren bin, da musste man mit dem Handschuh rüber und man hat wirklich schlecht gesehen. Anders kann man es nicht sagen. Ja, man fährt ja sowieso nicht gern Motorrad, wenn es regnet. Aber wenn es dann mal einen erwischt hat, dann sollte man wenigstens relativ freie Sicht haben, wenn es Visier frei ist. Also eine gute Idee. Habe ich nicht ausprobiert. Ich fahre kein Motorrad, aber die Idee halte ich für sehr, sehr klar. Ich habe das gehasst. Wenn es geregnet hat, ist man sowieso doof drauf. Und dann siehst du nicht mal was, musst immer so machen, es wird aber nie richtig. Dafür kann ich mir vorstellen, ist das auch ideal. Mensch, tolles Produkt hier. Ja, wie gesagt, wir gehen wieder durch die komplette Produktpalette und kommen jetzt zu. Die sind cool. Oh ja. Oh, das ist auch Licht interessant. Hier im Dunkeln. Es ist ein Dreier-Set, das kann ich gleich mal sagen. Es ist nicht eins, sondern 2 oder 3. Es sind Mini-Campingleuchten, die faltbar sind. Sie haben das gerade gesehen, die sehen aus eigentlich wie so ein Dominostein. Ja, wenn sie zusammengefaltet sind, dann kann man sie einfach auseinanderfalten, so wie das Monika jetzt gemacht hat, und irgendwo hinstellen oder legen. Und dann hat man eine schöne Campingbeleuchtung. Aber Campingbeleuchtung kann man natürlich auch im heimischen Garten verwenden oder auf dem Balkon. Ja, richtig praktisch hier. Man kann die auch so unterschiedlich da noch dimmen, wenn man die ein bisschen weiter runterschiebt. Oder man zieht sie ganz auseinander und dann kann man die auch oben hinhängen. Hier ist ein Haken, zum Beispiel in der Mitte im Zelt. Und sie kann sogar noch blinken, sehe ich gerade. Oh, super. Kann sie auch noch? Ja. Kannst du noch Disco-Party machen im Zelt. Zeltparty. Ja. Es geht darum, dass man auf sich aufmerksam macht, dass, wenn Gefahr ist, dass man dieses Blinklicht anmacht. Du, wenn du jetzt unterwegs wärst mit dem Wohnwagen und hättest eine Panne, dann kannst du natürlich zusätzlich zum Warnblinklicht das noch aufstellen in gewisser Entfernung als Blinklicht. Klar. Aber der Tim hatte keine Panne. Er schreibt uns aus Waldbronn. Tolles Produkt fürs Campen. Tada. Einfache Bedienung durch Zusammendrücken dunkler. Auch zum Lesen hell genug. Hat überall Platz und ist in greifbarer Nähe im Dunkeln besser zu finden als zum Beispiel ein Lichtschalter. Also er ist Camper, Wohnwagen, Campingmobil oder auch Zelt, ganz egal wo. Man kann es hinstellen, man kann es hinhängen, man kann hier ein bisschen Partystimmung machen oder auf sich aufmerksam oder dann einfach auch mal ein Leselicht hier installieren. Geht das mit Batterien? Richtig, mit 3 AAA-Batterien wird das betrieben, aber es ist LED-Technik, das heißt, also die halten richtig die lange. Ja. Nee, ich finde das wichtig, dass auch kein Kabel dran ist, dass man hier einfach Batterien reintun kann und dann leuchten die richtig hell. Ja. Und wie gesagt, man kann es dimmen, indem man es so zusammendrückt. Sehen Sie das? Wird es heller und dunkler. Und die sind auch sehr hübsch, finde ich. Ne? Und gerade jetzt im Dreier-Set, wenn man da abends sitzt, kann man an jede Ecke vom Tisch eine stellen. Dann hat jeder ausreichend Licht, um seine Getränke zu finden, vielleicht mal Karten zu spielen. Richtig klasse hier, Outdoor natürlich. Ja, und du kannst jetzt für ein ganzes Licht am Meer sorgen, weil wir haben 3er-Set. Bis zu 5-mal dürfen Sie auch dieses 3er-Set bestellen. Das heißt, Sie hätten dann 15 dieser faltbaren Mini-Camping-Leuchten. Und da kann man wirklich ein ganz, ganz gemütliches Licht machen. Und macht auch Spaß hier, ein bisschen damit zu spielen, oder, Monika? Offensichtlich. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Das ist wie so eine Ziehharmonika, ne? Also das Prinzip ist natürlich gigantisch hier, dass man das eben dimmt, indem man das ein bisschen runterdrückt. Ja, das habe ich noch nirgends so gesehen, deshalb, ich finde das so faszinierend, aber super praktisch auch. Und es ist ein Saisonartikel, ne? Weil das nimmt man natürlich für draußen, denke ich mal. Tolle Lampe, richtig. Und wir merken es ja deutlich, wie es jeden Tag wieder früher dunkel wird. Ja? Ja. Also tagtäglich wieder. Traurig. Das heißt, es wird immer früher notwendig, dass man Beleuchtung zuschaltet. Und wer vielleicht auch nach den Sommerferien, nach den großen Ferien dann in Urlaub geht, der wird es noch mehr brauchen, weil es dann noch ein bisschen früher dunkel ist. Das Dreier-Set hat die Bestellnummer NX2292 und natürlich die 569. Und auch dieses Dreier-Set Beleuchtung, hier faltbare Campingleuchten.
Laternen dürfen Sie bis zu 5-mal bestellen. Aber immer schnell sein, bitte, weil wir haben bei jedem einzelnen Produkt nur ein gewisses Kontingent. Und wenn das weg ist, gilt gleich wieder der Normalpreis. Also ich hätte hier pro Stück 3-4 Euro mindestens geschätzt. Ja, wären wir bei 12 Euro. Ja. Ja. Nee, 5 Euro sind wir. Komm, wir machen weiter. 5 Euro für 3 Lampen und Sie dürfen es bis zu 5-mal bestellen. Unglaublich, 15 dieser Lampen können Sie sich bestellen. Ein Lichtermeer. Ein Lichtermeer, ja. Oh, jetzt wird es klein. Das ist Schmuck. Ganz, ganz süßes. Ganz süß. Was Süßes. Oh, das sieht jetzt mal interessant aus. Ein Schlüsselanhänger ist es auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Das ist ein Messer für Briefe, ne? Ein Cuttermesser. Oh, oder, das ist sogar geschützt. Das ist wirklich so ein Teppichmesser, aber klein. Wer von euch bestellt viel? Ja. Oh ja. Ist euch schon mal irgendwann passiert beim Karton aufmachen, dass ihr ein Messer zu tief reingemacht habt beim Aufschneiden? Ja. Und ist mir schon öfter passiert. Der Inhalt war dann angerissen. Das kann hiermit nicht passieren. Ja. Ich glaube, das hat genau die optimale Tiefe. Also für Brieföffner, Diana, hast du absolut recht. Aber noch wichtiger finde ich es gerade beim Paketöffnen, dass man dann sowas hat. Oh ja, das hat. Ist immer ein Problem. Ja. Ich versuche immer mit Schere. Einmal habe ich mein Produkt einfach so kaputt gemacht mit Schere. Ja, du bist nicht die Einzige. Ich glaube, das ist schon einigen passiert. Also ja, man geht ja auf der Seite, man geht einmal längs. Und je nachdem, wie das eingelagert und geschützt ist, kann es schon mal sein. Aber hier, was ist das, ein halber Zentimeter vielleicht? Ich glaube, da ist das Risiko doch minimal. Ja, 63 Zentimeter. 63 Millimeter, Entschuldigung. Aber wenn ich irgendeinen von diesen Verpackungsingenieuren mal zu packen kriege, es gibt ja die schlimmsten Verpackungen. Wenn das so versiegelt und eingeschweißt ist in diesem harten Plastik, da kommst du ja mit der Schere kaum durch. Da ist so ein Cuttermesser toll. Ich habe so einen Rasierer habe ich mir neulich gekauft. Der war in so diesem durchsichtigen, ganz harten Plastik. Glaubst du, ich habe den rausgekriegt? Ach so, Blister heißen die, glaube ich, ja. Ja, ich weiß nicht. Da kannst du auch noch dran schneiden. Teilweise so verschweißt als Diebstahlschutz, dass du es wirklich fast nicht aufkriegst. Als Diebstahl- und Gebrauchsschutz. Also dafür ist das natürlich auch gut geeignet. Aber wie gesagt, ich bin bei Briefen, bei Paketen. Übrigens, sollte die Klinge mal stumpf werden, die kann man austauschen. Ja? Also das ist kein Wegwerfprodukt, das ist eins, was man immer wieder gebrauchen kann. Und ich glaube auch als Schlüsselanhänger, wenn man es da mal dran hat, wird man es öfter gebrauchen, als man sich vorstellen kann. Ich habe hier noch zwei andere Anwendungen, finde ich sehr interessant. Als kleines Messer beim Bootfahren zum Kappen von Seilen ist es prima, schreibt der Uli aus Bonn und der Otto aus Hannover. Ideales kleines Messer für den Modellbau. Darf in keinem Modellbaukoffer fürs Wochenende, wenn es draußen losgeht, fehlen. Natürlich, wenn man Modellautos hat, Modellschiffe, Modellflieger, da ist immer irgendwas abzuschneiden. Dafür ist das ideal. Es ist halt ein sehr scharfes kleines Messer, was man überall hin mitnehmen kann, weil man es an Schlüsselbund machen kann. Und das kostet nur 5 Euro. Das kann man wirklich gut brauchen, oder? Auf jeden Fall richtig praktisch, klein und handlich. Man kann es überall hin mitnehmen und aber natürlich auch richtig scharf. Deshalb ist ja hier auch noch dieser Verschluss drauf. Sehr wichtig, ja. Ja. Aber richtig praktisch auch für gerade Pakete. Also da muss ich Ralf zustimmen. Sehr gut. NC 5117 und die 569 ist die Bestellnummer für unser Profi-Mini-Cuttermesser mit Klappsystem und Schlüsselbundkette. Auch das können Sie bis zu 5-mal bestellen. Ist natürlich auch ein tolles Geschenk. Das war unsere 5-Euro-Überraschungsshow. Sie haben gesehen, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir haben so tolle Produkte gehabt aus allen möglichen Sparten bei uns. Aber wenn Sie etwas gesehen haben, rufen Sie schnell an, weil die Preise gelten nur 2 Stunden bzw. solange der Vorrat reicht. Also schnell ans Telefon und viel Spaß mit den Produkten.